3, 2, 1. Bei unserer heutigen Frisur, Oktoberfestfrisur, Trachtenfrisur, zur Kommunion funktioniert's, als Brautmädchen funktioniert's, einfach zum Landhausabend, haben wir erstmal alle Haare nach hinten gekämmt und die mittlere Partie ein bisschen abgetrennt und die fixieren wir uns mit einem Gummi. Weil ich es immer sehr unschön finde, wenn man etwas reinflechtet und man hat dann so einen gedrückten Mittelscheitel. So, das fixieren wir uns, das kommt nachher wieder auf. Jetzt nehmen wir den Kamm. Ich wickel mir immer das Gummi um den Daumen, dann habe ich es, wo es braucht. Und flechten beide Teile wie einen Mozartzopf nach hinten. Wir teilen vorne eine Strähne ab. Machen daraus drei und fangen an zu flechten. Erst einmal immer über die mittlere. Erst einmal die drei, dann nehme ich von rechts dazu. Dann nehme ich von links dazu. Und lege es über die mittlere und über die mittlere. So, dann nehme ich wieder dazu. Und hier auch nochmal. Das muss gar nicht so ordentlich sein, weil man unten drunter den Scheitel gar nicht sieht. Über die mittlere, über die mittlere. So, dann wieder hier dazu. Und hier dazu. Und über die mittlere und über die mittlere. Dann haben wir da einen schönen Mozartzopf. Das machen wir hier noch einmal, dass wir etwa auf der Höhe von diesem Gummi sind. Und flechten über die mittlere und über die mittlere. Jetzt haben wir unseren Mozartzopf soweit fertig. Und ich flechte dann noch ein bisschen nach unten, damit er besser hält. So, etwa in der Höhe. Dann nehme ich mein Gummi vom Daumen und fixiere. In der Mitte die losen Haare hier geflochten und jetzt machen wir das gleiche als Mozartzopf noch mal auf dieser Seite. Abteilen vom Daumen, mein Gummi. Drei Strähnen geflochten, immer über die mittlere gelegt. Hier ein Teil dazu. Abgeteilt. Es geht prima mit dem Daumen, da braucht man eigentlich keinen Kamm für. Hier abgeteilt. Und flechten das wie auf der anderen Seite nach vorne. Über die mittlere. Über die mittlere. Sieht man jetzt schlecht bei den ganzen Haaren. Und teilen es schön auseinander wie Strähnen. Das hoch. Einmal, zweimal. Man sieht unseren Mozartzopf. Das gehört noch hier. Das ist ein Teil vom Pony. Das ziehen wir uns dann noch raus. Wenn die komplette Frisur fertig ist, ziehen wir uns noch ein bisschen die Haare heraus aus den geflochtenen, damit wir was im Gesicht haben. Ein bisschen lockerer aussieht. So. Über die mittlere, über die mittlere. Noch einmal. Über die mittlere dann wieder. Eins, zwei. Und damit ich es richtig festziehen kann und es nicht so löst, flechte ich noch so zwei, dreimal den ganzen Zopf. Und fixiere es dann mit einem Gummi.
schön feste, dass sich nichts löst. So. Jetzt können wir uns das hier oben lösen, das Gummi. Und nehmen alle Haare zusammen zu einem Pferdeschwanz. Kann man noch mal vorsichtig drüber. So. Und das fixieren wir dann mit einem rutschfesten Gummi in der Haarfarbe und kann dann noch ein schönes Samtband drumherum machen oder ein Bundesband. So. Und könnte jetzt da noch Blümchen hineinstecken. Das sind Bastelblümchen aus dem Bastelladen oder auf dem Baumarkt. Das hält sehr gut. Oder man könnte sich einfach noch kleine Glitzerteile hinten reinmachen. Und schon hätte man eine tolle Oktoberfest-Frisur. Oder eine sogar als Brautmädchen. Als Braut, wenn man den Schleier hinten feststecken würde. Und schon sind wir fertig.